Hallihallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder für euch der dritte Spieler mit dem Nevermore und mir, Paladin Fenris. Hallo. Hallihallo. So, wir haben gedacht, Solo-Terraria ist langweilig und jetzt starten wir mal ganz aufregend einen neuen Shit und machen was mit Multiplayer. Yeah. Stelle fest, du bist eine Frau. Nein, mein Charakter ist male. Ich habe mir nur die Frisur gemacht, die ich im richtigen Leben nicht mehr trage. Ah. Okay. Aber wir haben die gleiche Haarfarbe. Ja, das war jetzt eigentlich eher so ein Zufall. Ja, mein Charakter ist randomized. Ich habe doch immer gerne zumindest ein bisschen die Kontrolle. Aber interessant, wie deine Weste zu deiner Haarfarbe passt. Das erinnert mich an eine Aussage von damals hier. Die Hautfarbe passend zum T-Shirt tragen, oder wie war das? Gott, ist das lange her. Habe ich heute noch. Mal gucken hier. Irgendwo bauen. Wie geht's eigentlich, ne? Das, wo wir den Boden ein bisschen gerade machen können. Also über Stock und Stein. Ja, wir müssen schon, dass wir hier den Bereich, wo wir hier gestartet sind, das irgendwie nicht großartig zubauen, weil ansonsten reißen wir das dann jedes Mal mit dem Respawn oder neuem Einloggen wieder komplett ein. Ja. Ja, dann lass doch mal einen Plan machen, weil wir brauchen auf jeden Fall ein Haus. Haus ist gut. Haus ist gut. Wobei am Respawn-Punkt, zumindest in der Nähe davon, ein Haus zu machen, ist ja jetzt eigentlich auch nicht so verkehrt. Ja, zumindest solange wir keine Betten haben. Ach, was mich eigentlich interessiert, habe ich bis jetzt irgendwie noch nie herausgefunden. Kann man in Terraria irgendwie Betten herstellen? Ja, man kann. Und bringt das irgendwas? Man muss halt diese Bedingungen einhalten, wie groß der Raum ist und so, damit das als Raum oder Haus erkannt wird, und dann kann man da auch seinen Spawnpunkt an so ein Bett setzen. I see. Und dann ist halt das gleiche wie bei einem anderen Spiel mit den Betten. Mir also fällt jetzt spontan noch ein spezielles Spiel mit einem Bett ein. Dann kommt man halt statt an dem Bett wieder am Spawn raus. Ich würde sagen, die Bodenschicht hier trage ich noch ab und dann können wir hier das Haus errichten. Nicht das Haus, the house that Jack built, sondern the house that Paladin Fenris built. Apropos, damit wir uns nicht aus den Augen verlieren, direkt mal als Team Rot markieren. Ah ja. Äußerst praktisch, die Funktion. Dirt. Moment, wie ging das nochmal mit Werfen? Nein. Einfach kannst du es an den Mauszeiger heften und dann Menü zumachen, dann fällt's raus. Keine Ahnung, gibt es bestimmt auch noch eine extra Funktion für. Weiß ich nicht. So, so hat's geklappt. Ja. So. Können wir nämlich hier den Boden mal schön machen. Ey. Dabei. Könnt das hinhauen? Well, fuck. Huh? Mir ist gerade das Holz ausgegangen und... Ah, ich hab hier noch welche. Sekunde. Wie breit soll das denn werden? Die ganzen... begradigte Stück hier mit Haus voll oder so, wie der Boden ist. Ähm,
keine Ahnung, einen speziellen Plan für das Haus hatte ich jetzt noch nicht, das ist alles bei mir. Dann, ein bisschen, dann baue ich es einfach noch größer. Progress. Oh, da hinten ist schon mal Wasser, das ist gut. Nichts abgezählt so. Und so. Der dritte Spieler steht uns für nachhaltige Forstwirtschaft, deswegen... Save the planet. Oder so ähnlich. So, ich habe ein bisschen Holz, so wunderbar. Können wir schon mal anfangen mit... So. Hintergrund, eine Wand brauchen wir noch. Ne? Auch. Ich bin gerade vielleicht mit dem Hammer irgendwie den Dreck schon mal wegklopfen, das wäre super. Hast du schon Hammer? Hammer. Nee, ne? Okay, gut. Ich kann mir einen machen. Zack. Fällt mir ein. Das hier ist bestimmt auch nicht verkehrt. Ups. Einfach nein, wir sind kein Paketdienst. Die Holzwand wieder abgerissen. Was? Paketdienst? United Parcel Service? Ups. So, ups. Yay. So. Nee. Das. Und ich habe keine Holzwand mehr. Knifflig werden. Jetzt geht's langsam auf die Nacht zu. Ja, die Copper-Ex, die ich mal habe, die taugt mal gar nichts. Minus 10% Knockback. Und mit der Kick, mit der Pickaxe sieht es genauso aus. Knockback ist ja nur auf dem Werkzeug noch nicht so wichtig. Wie es immer das gleiche ist. Mir ernsthaft eins fehlt. Ich kümmere mich drum. Stuhl und Tisch. Hey there. Oh. Ganz schön anstrengend. Treppe links, rechts. Oder bauen wir die NPC-Wohnungen oben oder unten? Ja, ich würde schon fast sagen, die NPC-Wohnungen dann später nach oben, weil Zombies und Blood Moon und Goblins und keine Ahnung, Shenanigans, alles. Müssen wir gucken. Erstmal ein Schluck Tee. Und weiter geht's. Oh, ich hab's geschafft, hier raufzuspringen. So war der Plan. Moment, hab ich ja... Ah, Wood Platform. Das zweitwichtigste Utensil im ganzen Spiel. Genial wäre praktisch, aber gar nicht, wo gibt's das? Inkera oder so? Für uns jedenfalls noch nicht.
bald besser von der anderen Seite aus angefangen. Schau, dass ich irgendwie jetzt noch ein bisschen Holz kriege. Wenn es ein bisschen knifflig werden, wird es schon dunkel. Oh. Schauen, wie viel haben wir für die Episode noch? Ah, 10 Minuten ungefähr. Schaffen wir noch einen Tag. Ich weiß nicht, wie lange dauert ein Tag eigentlich. Oh. Ganz ehrlich, habe ich bis jetzt noch nie so genau drüber nachgedacht. Das war dann immer alles so irgendwie so ein bisschen Work in Progress bei mir. Man dachte, oh, es ist Tag, oh, es ist dunkel. Ja, man glaubt es kaum, wir haben es tatsächlich geschafft, das Haus genau 4 Räume breit zu bauen. Not bad. Interessant, der Gang, der hier runter geht, liefert hinter diesem Dreck schon mal Kupfer. Könnte man sich vormerken für später. Ui, hier ist eine ziemlich große Ebene. Mit Bäumen. Jetzt ohne taugliche Waffen sind die Zombies echt nur lästig. Wow, ich konnte mir ganze 9 Fackeln leisten. Das ist ja der Wahnsinn. Zombies auch klein. Ja, das sieht gut aus in den Räumen. Das erste Schwert ist so sinnlos. Das einfach gar keinen Schaden macht. Ich das Geld nicht aufnehmen. Ah. Habe ich ein bisschen Schaden von genommen, aber geht. Du lässt die Stellen aber auch ganz gut vermöbeln, oder? Ja, das... Die Koordination, wenn der mich bespringt, ist ein bisschen schwierig. Ach komm, egal, mach ich hier. Vielleicht gibt es unter den Zusehern auch einige, die nicht wissen, wie sie mal ebenso im Multiplayer eine Partie selber erstellen. Dazu gibt es im selben Ordner, wo Terraria installiert ist. Wenn ihr es über Steam habt, dann ist es im Commons-Ordner, bei einem Steam-Ordner. Und da ist die Terraria-Server-Datei. Die startet ihr und darüber setzt ihr den Server entsprechend auf. Könnt eine Karte erstellen oder eine von den vorhandenen Karten nehmen. Ihr setzt den Port entsprechend fest und eure Mitspieler können dann übers Internet über eure IP, die findet ihr dann am besten heraus, wenn ihr über www.whatismyip.com reingeht, könnt ihr eure IP rausfinden, die gebt ihr euren Spielern, setzt am besten vielleicht noch ein Passwort fest und dann kann man eigentlich loslegen. Das ist keine große Kunst und wenn man erstmal weiß, wie es geht, dann geht das auch ziemlich einfach. Hat bei mir noch ein bisschen gedauert. So. Das habe ich hier auch noch eine Ebene. Da ließe sich gleich Arbeit. Sollte vielleicht... Ich brauche schon mal einen Keller.
gleich hier mal so, glaube ich, erstmal Gel besorgen. Dann irgendwann mal nach unten geht. Erstmal eine kleine Anbaufläche für Bäume, weil ich glaube, jetzt in naher Zukunft brauchen wir, glaube ich, vor allen Dingen jede Menge Holz. Ist es Schwierigkeiten da hinten? Brauchst du Hilfe? Auch das Auge bleibt draußen, aber sonst nicht. Das Auge nicht draußen geblieben ist. Aus, du Auge. Los. Oh, kommt schon das nächste. Gib mir deine Linsen. Linsen. Yeah. Ja, es hat eine Linse gedroppt. Ja, kannst du haben. Ah, neue Ausrüstung tut dringend Not. Wie gut, dass die Augen nur rechtzeitig abhauen. Später sind sie lästig, momentan sind sie lästig und gefährlich. Ja, das wird irgendwie alles sehr viel angenehmer, wenn man das ganze Gekröse da one-hitten kann. Oh ja. Die Steinwand wieder abreißt. Ach so, die... Aber es ist so Stone Block. Naja, Stone Bricks sieht dann eher besser aus für den Keller. Ja, wenn dir das... Ich weiß nicht, ob ich genug hab, ist das Problem. Ich kann Furnace machen. Weil das verbraucht ja, 2 Stone für einen Brick, glaube ich. Sheriff-Stern. Seite, bevor die abhauen. Hier schon die ganze Zeit an die Tür klopfen. Hätte doch auch mal reinlassen. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken.
gerade Crit Hit, 6 Damage. Imba. Krasser Scheiß. Ah, verdammt, die Dämonenaugen habe ich nicht mehr klein bekommen. Ah, irgendwas ist immer. So. Zack. Yep. Ja. Holz. Holz. Ich gehe mal in die Richtung hier ein bisschen gucken. Bäh, Wasser. Wasser können wir später auch noch gebrauchen. Später bestimmt. So, du guckst da hinten nach Holz. Ich baue hier erstmal noch weiter und ich würde sagen, wir verabschieden uns erstmal für diese Episode. Mein Name ist Paladin Fenris und... Nevermore, hier, ha? Ja, genau der. Nicht einschlafen. Okay, das war's für diese Episode. Schreibt uns in den Kommentaren Daumen hoch, Daumen runter, wenn es wieder gut oder schlecht fandet. Ihr kennt das Spiel ja. Bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss. Tschüss.